Sag uns im nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Nächste Episode ist am Start. Heute gibt es zwei interessante Spiele im Capital One Cup gegen den FC Liverpool und danach noch in der Liga. Das wird auf jeden Fall eine ziemlich interessante Geschichte heute. Die Jagd auf Ronaldo ist eröffnet. Das heißt, wir holen uns im Winter Ronaldo, wenn das alles funktioniert, denn sein Vertrag läuft aus. Und ich bin doch ganz interessiert an dem, denn das wäre mal wieder so ein richtig geiler Transfer, zumal wir den Regan dann direkt in unserer Liga hätten und es nicht so schwer wäre, den irgendwann zu finden, wenn Ronaldo zurücktritt. Ob wir ihn ablösefrei bekommen, das werden wir sehen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das eventuell auch wollt, auch wenn ich in nächster Zeit ein bisschen vorproduzieren werde. Den Karrieremodus könnt ihr das auf jeden Fall trotzdem mal reinhauen. Wir haben unsere Aufstellung quasi schon fertig und werden damit auch in die Partie reingehen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da die Episode ist, denke ich mal, relativ interessant. Wie gesagt, wir haben zwei sehr interessante Spiele und eventuell auch eine gute, ja, quasi einen guten Grund, einen Kommentar zu schreiben mit Ronaldos Transfer. Also haut auf jeden Fall mal raus. Übrigens, wird sich auch in dieser Episode noch zeigen, wie sich unsere Spieler so entwickeln, denn wir gucken uns am Ende der Episode mal die Leistungsdaten bzw. so den Teambericht an. Dementsprechend bleibt bis zum Ende dran, bzw. spult mal vor, wenn ihr das sehen wollt. Wir gehen jetzt rein in die erste Partie gegen Liverpool in den Capital One Cup. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Die Anfield Road erwartet die Magpies jedes Mal wieder. Ein beeindruckender Anblick, sagte Trainer MGT vor der Partie. Und heute wollten seine Jungs gegen Liverpool natürlich im Capital One Cup weiterkommen. Das Ganze sollte sich aber als schwerer herausstellen als eigentlich geplant. Denn es war ja bereits das Viertelfinale des FA Cups. Nächste Runde dann gegen Arsenal, Tottenham, Chelsea, Man United, Middlesbrough oder Birmingham. Also es geht auf jeden Fall einfacher. Und das Stadion war gut gefüllt. Allerdings waren nicht so viele Magpie-Fans mitgekommen wie ursprünglich geplant. Denn das Kartenkontingent wurde kurzfristig noch von Liverpool quasi zurückgeschraubt. Mehr Heimkarten als Auswärtskarten ja sowieso, aber dann nochmal ein Stückchen mehr Heimkarten als eigentlich geplant, weil die Anfrage für dieses Spiel zu groß war. Alle wollten den Meister sehen, alle wollten Trainer MGT sehen und alle wollten die Stars von Newcastle United sehen. Natürlich auch hier in Liverpool sehr beliebt, beziehungsweise nicht beliebt, sondern sehr angesehen, diese Spieler, die Meister der vergangenen Saison, wie gesagt, bei Liverpool, Mignolet, Wisdom, Sarko Lovren in der Verteidigung, zusammen noch mit José Enrique auf der 6, Blaise Matuidi und Jordan Henderson davor, Origi, Coutinho, Sterling und Daniel Sturridge im Sturm. Das heißt, man spielte auch hier mit A11, genauso wie es auch Newcastle United hat. Normalerweise spielen die ja mit B11 im Pokal, heute aber nicht. Im Tor Begovic davor, Chambers, Sané, Laporte und Kurzawa auf der 6. Spielte Lennart Adjetey-Sippe, rechts Niang, links Thauvin, Zehner, Cabella und vorne drin Marco Reus und Loaremi. Also quasi die Stammaufstellung, seitdem Lars Stindl verletzt war, ist Sippe ja wieder zum Stammspieler mutiert und macht seine Aufgabe auch gut. Dementsprechend wird er in Zukunft auch weiter auf dieser Position agieren. Rennen dürfen. Schiedsrichter der Partie dieser beiden Topclubs war Michael Oliver und der pfiff das Ganze dann auch an und wir gehen direkt rein in die erste Szene und die war auf Seiten der Magpies. Remy setzt sich außen gegen Wisdom durch, hat er momentan Ladehemmung, geht hier in den 16er rein und wird dann bedrängt und auch irgendwie gefoult, fällt aber nicht hin. Dementsprechend kein Elfmeter für die Magpies nach 8 Minuten. Es ging trotzdem weiter mit Newcastle. Reus legt ab auf Cabella, der versucht mit dem Volley. Mignolet muss erstmals eingreifen. Gute Parade auch vom Belgier nach dem schönen Schuss vom Franzosen. Dann kam Liverpool mal nach vorne nach knapp 27 Minuten und die wurden gleich richtig gefährlich. Die Flanke auf Sturridge und er köpft den mal ganz knapp übers Tor aus 5 Metern. Muss er den normalerweise reinmachen. Begovic hier im Glück, er wäre wohl chancenlos gewesen. Auf der anderen Seite gab es aber auch Chancen. Es war ein munteres Hin und Her. Die Größe der Partie bis zu diesem Zeitpunkt hat Thauvin. Schießt aber den Ball mit seinem schwachen rechten Fuß am Tor vorbei. Mignolet muss nicht eingreifen. Glück für Liverpool in der Situation und auf der anderen Seite machten sie es besser. Der Ball kommt zu Sterling. Sterling macht das dann gut. Wartet, dass er den Ball zurücklegen kann. Matuidi abgelegt. Da ist Sturridge, der schießt. Matuidi ist da. 1:0 für Liverpool. Kein Abseits, 40. Minute, die Führung für die Reds nach knapp 40 Minuten. Das war natürlich in gewisser Weise unverdient, denn Newcastle investierte mehr, aber die besseren Chancen, abgesehen von der von Thauvin, hatte einfach Liverpool auf der Kopfball von Sturridge schon sehr, sehr knapp. Und hier legt er den Ball ab, beziehungsweise indirekt ab für Matuidi, der die Vorarbeit geleistet hatte und der grätscht dann ein, zum 1:0. Newcastle wollte sich davon gar nicht beirren lassen, allerdings kam in der Folge sehr komische Schiedsrichterentscheidungen, die wir hier gerade sehen können. Sehr kleinlich und sehr, nicht parteiisch, aber komisch gepfiffen teilweise von Michael Oliver. Das nervt den Newcastle so ein bisschen. Auch diese Entscheidung kurz vor der Halbzeit. Er entscheidet einfach auf Halbzeit, obwohl da noch ein Eckball rausgesprungen wäre. Allerdings wollte sich Newcastle davon natürlich nicht beeindrucken lassen und direkt nach der Halbzeit machte Michael Oliver das Ganze dann mehr oder weniger auch wieder gut, denn er pfiff einen Freistoß, der einer war hier gegen Loiremi und der aus sehr, sehr guter Position, natürlich exzellent quasi für Marco Reus. Der ist ein guter Freistoßschütze und will nach 47 Minuten natürlich hier direkt den Ausgleich. Jetzt sind die Liverpool-Fans, die waren auch am Feiern. Das ist hier 1:0.
Rückstand. Und dann kam Marco Reus. Wow, den macht er eiskalt rein. Aus knapp 20 Metern setzt er den Ball perfekt über die Mauer und ins Netz. Mignolet chancenlos. Und genau deswegen freuen sich die McPies hier so, dass sie Marco Reus verpflichtet haben. Das ist ein wunderbar getretener Ball. Da hat der Belgier im Kasten von Liverpool absolut keine Chance. Und genau das ist ja die Spezialität von Marco Reus. Das sollte er ja in den nächsten Partien bzw. in den letzten Partien schon unterstreichen. Danach passierte länger nichts. Das Highlight war dieser Kopfball hier von Callum Chambers, wo man mal die Sprungkraft des jungen englischen Rechtsverteidigers sieht gegen Daniel Sturridge. Der hat nicht den Hauch einer Chance ranzukommen. Allerdings passierte sonst nicht viel, bis dann, naja, mal wieder komische Schiedsrichterentscheidungen kamen. Hier zum Beispiel war ein klares Foul gegen Marco Reus, aber wurde nicht gepfiffen und aus dieser Szene entstand dann dieser Angriff. Coutinho auf Sturridge und es steht 2:1. So schnell kann das gehen. Wieder eine komische Entscheidung und Liverpool kann daraus profitieren. 64. Minute die erneute Führung für die Reds. Das Stadion natürlich am Kochen. Die waren richtig heiß jetzt hier auf den Sieg, beziehungsweise erstmal den Ausgleich, denn der war nötig, um in die Verlängerung zu kommen. Loiremi wird hier gefoult. Es gibt keinen Elfmeter, aber zu Recht. Trotzdem war er jetzt angefressen. Er hatte ja quasi seine torlose Zeit seit Ewigkeiten, wollte endlich wieder seine Ladehemmung beenden. Dann kam Levin Kurzawa. 90. Minute. Setzt sich außen durch gegen Wisdom. Macht das klasse. Die Flanke in die Mitte und da ist Remy. 2:2 der Ausgleich in der letzten Sekunde. Die Nachspielzeit quasi schon abgelaufen, denn es gab kaum welche. Und dann kommt der Kopfball von Remy gegen seinen Landsmann Sarko. Ist perfekt. Mignolet kann da absolut nichts machen. Ist noch dran, aber zu wuchtig geköpft von Loiremi. Der beendet seine Pechsträhne und bringt die McPies in die Verlängerung. Und der war jetzt richtig heiß. Der wollte unbedingt mehr und der spielte wunderbar weiter. Wir gucken gleich rein in die Verlängerung. Zunächst einmal müssen wir natürlich festhalten, dass es 2:2 stand zum Spielende. Begovic konnte bei beiden Toren nichts machen, genauso wenig wie Simon Mignolet. Und der konnte auch bei dieser Szene theoretisch nichts machen, wenn Remy den Ball besser aufs Tor bringt. Reus mit der Flanke, da ist wieder Remy. Aber diesmal hält Mignolet den Ball sogar fest. Dementsprechend bleibt es beim 2:2. Trotzdem wollte jetzt Remy mehr. Direkt nach der Halbzeit. Er nimmt sich den Ball. Er rennt durch. Er hat viel Platz. Und zwar viel zu viel Platz. Loiremi mit dem 3:2. 106. Minute. Der Führungstreffer erstmals in der Partie für die McPies. Und was für einer. Loiremi mit einem wunderbaren Schuss aus der Distanz. Unhaltbar wieder für Simon Mignolet. Den musste er erstmal so treffen. Und da sieht man den ganzen Frust, der von ihm abfällt. Die ganze Wut und die ganze Erleichterung auch in gewisser Weise, dass er endlich wieder getroffen hat. Und dann will er es gleich nochmal machen und macht es so. Wunderbares Tor von Loiremi. Liverpool versuchte zurückzukommen. 118. Minute. Balotelli eingewechselt mit der Flanke auf Arturo Vidal. Ebenfalls eingewechselt. Aber der Chilene köpft übers Tor. Und das war dann die letzte Aktion der Partie. Newcastle zieht also ein ins Finale, ins Halbfinale des Capital One Cups. Dank 2 Toren von Loiremi spät in der Partie. Begovic und seine Jungs also eine Runde weiter. Liverpool im heimischen Anfield ausgeschieden. Bitter für die Reds. Gut für Trainer MGT. Gut für die Toons. Gut für die Magpies. Newcastle ist weiter. Das war eine sehr, sehr spannende Partie. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es mir fast schon zu spannend war, dass sie ausgerechnet in der 90. Minute dann auch diese Flanke kommen muss und Remy sich endlich mal wieder dazu bewegen lässt, ein Tor zu schießen. Das gibt es eigentlich schon wieder gar nicht, aber egal. Arsenal hat gewonnen, Middlesbrough hat gewonnen, bei Chelsea habe ich das Resultat gerade gar nicht gesehen. Doch, Chelsea hat auch gewonnen, dementsprechend haben wir da sehr, sehr schwere Gegner im Halbfinale. Aber mal sehen, gegen wen wir dann antreten dürfen. Ich bin wirklich gespannt. Wir spielen jetzt gleich gegen Arsenal. Das heißt, wir haben wirklich 2 sehr interessante Matches in dieser Episode, nämlich gegen 2 Top-Vereine aus England auch. Dementsprechend wird das auch ganz spannend, würde ich mal behaupten. Wir haben noch einen Monatsbericht der Jugendmannschaft und das Turnierpreisgeld. Das holen wir uns natürlich an, allerdings ist das natürlich wieder sehr, sehr mickrig. Dann ist der Capital One Cup, dafür kriegt man kaum Geld. Der Monatsbericht sieht aber dann deutlich besser aus, unter anderem wieder mit Ortiz Palazón, Agbon Lahore. Wir haben hier wirklich sehr, sehr geile Spieler schon dabei und ich warte mal bis zum Saisonende, beziehungsweise vielleicht auch bis zur Winterpause, bis sie sich wirklich weiterentwickelt haben. Und dann haben wir da wieder richtig geile Spieler und können unser quasi älteres Personal, beziehungsweise nicht mehr gebrauchtes Personal, beispielsweise Geist gehört dazu, der hat mich nie überzeugt und so weiter und so fort. Die können wir dann verkaufen, mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Wir spielen jetzt gleich erstmal gegen Arsenal, wie gesagt. Und da bin ich sehr gespannt drauf. In der nächsten Episode geht es dann unter anderem gegen PSG. Das Spiel werde ich übrigens simulieren. Unwichtige Pokalspiele werde ich in Zukunft simulieren. Beispielsweise jetzt irgendwie in der Gruppenphase. Das letzte Spiel, wir sind sowieso weiter. Es geht um Platz 1 oder 2. Und dann werde ich das simulieren. Eventuell auch allgemein ein paar Spiele simulieren, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Denn ich würde ganz gerne bis in die Saison 2025, 2026 irgendwie noch kommen. War natürlich jetzt nur ein Spaß, aber ist egal. Auf jeden Fall würde ich noch ein bisschen weiter gerne kommen. Und deswegen werde ich in Zukunft eventuell ein bisschen was simulieren. Wir machen die Aufstellung für unser Spiel. Unter anderem wird Oxlade-Chamberlain spielen, beziehungsweise immerhin auf die Bank kommen, genau gegen seinen Ex-Verein. Und damit gehen wir rein. Ich wünsche euch viel Spaß und dann sehen wir uns gleich wieder. Mit 3 Punkten hoffentlich. Im Gepäck gegen Arsenal.
Nach einem schweren Spiel an der Anfield Road stand direkt das nächste sehr, sehr schwere Auswärtsspiel für Newcastle United auf dem Programm. Und zwar gegen den FC Arsenal, die Gunners zu Hause im Emirates Stadium gegen die Magpies. Eine sehr, sehr interessante Partie. Und natürlich wollte Arsenal der Verein sein, der Newcastle mal wieder bezwingen kann, beziehungsweise besiegt. Und gerade zu Hause haben sie da natürlich die besten Chancen. Denn wir wissen alle, Arsenal ist ein Verein, der gerade zu Hause zu Topleistungen fähig ist. Mit ihren eigenen Fans im Rücken, die ja, Gunners natürlich gerade auch besonders gut aufgestellt, allerdings in der Defensive ein bisschen, ja, riskant würde ich sagen, mit sehr vielen jungen Spielern. Bellerin, Anger, Mendes, Ortega und Debuchy. Debuchy, der ehemalige Magpie. Davor Wilshere, Toray, Pogba, Miyaichi, Emenike und Pozo. Das war also eine sehr junge Elf. Die Top-Spieler saßen draußen. Man war sich seiner Sache in gewisser Weise trotzdem sicher. Die Fans waren richtig gut gelaunt. Auf der anderen Seite stand eigentlich eine Weltelf auf dem Platz mit Begovic, Chambers, dem ehemaligen Gunner, Sané, Laporte, Mendy, Mornane, Niang, Draxler, Kabeja, Reus und Loiremi auf der Bank. Ibrahimovic, De Jong, natürlich nicht viel schlechter als Özil beispielsweise bei Arsenal. Wir gehen rein in die erste Szene der Partie und die hatte überraschenderweise Newcastle United, denn die spielten richtig guten Fußball in der Anfangsphase. Draxler auf Mendy, der macht das gut, auf Kabeja, der steht nicht im Abseits, wartet hier, schießt drauf, allerdings viel zu schwach, kein Problem, diesen Ball zu parieren. Nochmal der Nachschuss und dann ist nochmal Loiremi da, aber gehalten wunderbar von Ospina im Kasten natürlich von Arsenal. Das ist immer ein bisschen kompliziert, ob Ospina oder Chesney spielt. Danach gab es einen Freistoß und eine gelbe Karte für den Defensivspieler Anger von Arsenal. Das war auch in der Situation komplett richtig, denn er hatte da Marco Reus, nee, Loiremi war es, ja, böse gefoult. Es gibt den Freistoß aus knapp 30 Metern und Reus kann ja Freistöße, hat er unter anderem gegen Liverpool bewiesen, aber hier ist Ospina da. Wunderbare Parade vom Kolumbianer. Auf der anderen Seite gab es dann die erste Chance nach 20 Minuten. Der Ball kommt zu Pogba, der wird nicht angegriffen. Pogba 1-0. So schnell kann das dann gehen. Die Magpies in Rückstand, Arsenal in Führung. Das war richtig gut gemacht von Paul Pogba, dem Transfer, ja, den sie quasi im Sommer geholt hatten, von Juventus Turin. Das war ja einfach schlecht verteidigt, auch von Newcastle. Keiner geht da drauf, Sané läuft weg, Mendy läuft weg und im Endeffekt steht es 1-0. Newcastle wollte zurückkommen, jetzt gab es direkt wieder einen Einwurf für Arsenal und zwar wieder auf Pogba und der wird wieder nicht so wirklich angegriffen, beziehungsweise lässt Chambers stehen und der Schuss gleich auf die kurze Ecke, aber Begovic ist da und hält diesen Ball relativ souverän. Es blieb beim 1-0, auf der anderen Seite versuchte Newcastle zurückzukommen über Rémi Cabella mit dem, ja, Chop hier unter Mendes Ortega, der ihn fault. Es gibt Elfmeter, aber war das die richtige Entscheidung in der Situation? Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Gleich der junge Spanier hier mit dem Foul. War auch nicht ganz einverstanden mit der Entscheidung des Schiedsrichters. Auf der anderen Seite Rémi Cabella, der fühlte sich so ein bisschen um seine Chance betrogen. Dementsprechend konnte er die Entscheidung nachvollziehen. Und man muss sich das genau angucken. Hier, er trifft sowohl Cabella als auch den Ball gleichzeitig. Dementsprechend kann man den geben, aber sehr, sehr kritisch. Man hätte hier auch weiterlaufen lassen können. Rémi war es egal. Der hatte gegen Liverpool ja seine quasi Katastrophenphase beendet. Wollte hier wieder treffen gegen David Ospina und macht das auch 1-1. 38. Minute, der Ausgleich für Newcastle. Wunderbar, Rémi also wieder in Form und in Torjägerlaune macht das hier klasse, der Elfmeter gut geschossen, wie immer links oben von Sicht des Schützen und Ospina ist da natürlich wieder mal absolut chancenlos, niemand weiß so wirklich, wie er diese Elfmeter verteidigen soll und somit steht es 1-1. Weiter ging es dann mit Arsenal in Durchgang 2, Wilshere mit dem Ball auf Emenike, der legt ab auf Toral, aber das war so ziemlich die größte Chance in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, mehr passierte nicht, bis dann Marco Reus kam. Reus steckt durch auf Rémi, gute Ideen, Rémi ist schneller als Mendes, Ortega allerdings nicht schnell genug für Ospina, der den Ball dann halten kann. Es passierte nicht viel, wie wir bereits sehen. Dann kam mal wieder eine Chance für Arsenal. Die Flanke auf Emenike und wunderbar gehalten von Begovic. Klasse Parade vom bosnischen Schlussmann von Newcastle. Arsenal wechselte dann aus, brachte Mesut Özil für John Toral. Dementsprechend war das die letzte Aktion. Ja, sein Schuss quasi, sein Schüsschen. Auf der anderen Seite kam Adam Campbell unter anderem in die Partie für Mbaye Niang. Reus ging auf die rechte Mittelfeldposition. Flanke von Wilshere. Der Eckball, allerdings ist Begovic da. Kein Problem für ihn. Hält diesen Ball gut fest. Es gab dann weitere Wechsel. Bellerin ging raus, Koscielny kam rein und Chambers hatte eine Idee. Ein wunderbarer Ball hier nach vorne auf Loiremi, der ist schneller als Anger, setzt sich wunderbar gegen den jungen Schweizer durch. Der Schuss, Ospina sieht nicht gut aus, 2-1. Remy mit dem Doppelpack und in der 79. Minute führt ja Newcastle, genauso wie gegen Liverpool, nach Rückstand zurückzukommen und in Führung zu gehen. Das können sie mittlerweile ganz gut, ja mittlerweile relativ gewohnt, dass sie irgendwann mal in Rückstand gehen und dann wieder nach vorne kommen. Und hier Remy, der seine Pechsträhne beendet hat mit dem Tor. Wunderbarer Pass vorher von Chambers aus dem Nichts quasi.
quasi diese Chance. Und weiter ging es mit Chancen aus dem Nichts. Remis war jetzt heiß, der Kopfball auf das Tor von Ospina, der Flanke von Reus war aber nicht mehr so gefährlich. Letzte Chance der Partie, Kempel mittlerweile ja eingewechselt, wie gesagt. Hier geht Remis und Kempel positioniert sich nicht gut. Remis muss es alleine machen, scheitert dann Ospina. Dementsprechend bleibt es beim 1:2. Aber das war es dann auch von dieser Partie. Arsenal verliert also zu Hause gegen Newcastle, die wieder einen Sieg einfahren können. Natürlich auch dank dem wiedererstarkten Loa Remy mit seinem Doppelpack. Monane, Draxler, alle haben sie gute Leistung abgeliefert. Die Mitgereisten tun es, waren zufrieden. Und MGT lobte seine Mannschaft nach diesem Spiel für großen Kampfgeist. Den hatten sie gezeigt. 3 Punkte für Newcastle im Emirates Stadium. Gut, das war dann das letzte Spiel für diese Episode und ich denke mal, das war auch wieder eine sehr, sehr gute Leistung von unserer Mannschaft. Remy ist wieder erstarkt. Remy hat 2 Tore gemacht, genauso wie auch gegen Liverpool. Das heißt, eine 4-Tore-Episode von Loire Remy. Er ist wieder da und das ist wunderbar. Ein kleiner Freestyle an dieser Stelle. Wir loben unser Team vor dem Spiel gegen PSG und ich glaube tatsächlich, wir gucken uns in der nächsten Episode erst das Ganze an, hier unseren Teambericht. Bin mir aber gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall verlängern wir jetzt erstmal den Vertrag von Salif Sané, beziehungsweise geben ihm mehr Gehalt. Er will gleich 50.000 mehr, kann aber auch haben, denn 70.000 sind für einen Spieler seiner Güteklasse natürlich nicht das Nonplusultra, zu dem er ja mittlerweile essentieller Stammspieler bei uns geworden ist. Ansonsten glaube ich, war es das, oder gucken wir uns doch tatsächlich noch die Finanzen kurz an. Okay, die Finanzen, das wusste ich jetzt nicht. Wir suchen doch, glaube ich, nochmal Ronaldo. Allerdings weiß ich nicht, ob wir in dieser Episode den Teambericht machen oder in der nächsten Episode. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen bitter, aber trotzdem gucken wir uns immer Ronaldo an, dementsprechend ja quasi unseren zukünftigen Teambericht. 96 Abschluss, 95 Longshots, es wäre schon ganz schön, sein Vertrag läuft halt aus, dementsprechend haben wir da eine gewisse Chance. Und was wir jetzt machen, weiß ich nicht, wir müssen mal nachgucken. Doch, wir gucken uns den Teambericht an, Gott sei Dank. Begovic ist um plus 2 gestiegen, Chambers um plus 2 gestiegen, das sieht sehr, sehr gut aus bei unserem jungen 21-jährigen Rechtsverteidiger. Sané ist um 2 gestiegen, auf 82 auch sehr, sehr schön. Aymeric Laporte ist um 1 gestiegen, auf 87 ist auch wunderbar. Mendy ist auch um 2 gestiegen, ist auch schön. Shuttleworth Monane ist schon um 3 gestiegen, auf immerhin 73 oder 72. Mit 17 ist das gut. Young, Draxler und so weiter und so fort sind nicht so interessant. Remy ist tatsächlich nochmal gestiegen, was wunderbar ist, denn der braucht das quasi auch. Ibrahimovic sinkt nicht, dafür ist Campbell gestiegen und ansonsten haben wir hier die Ersatzspieler Callum Nightingale, der ist um 2 gestiegen. Das sieht alles wunderbar aus und ich denke mal, damit sind wir gut aufgestellt. Für die Zukunft, wenn Sippel jetzt spielt, wird der auch noch steigen. Thauvin ist um 3 gestiegen. Also, das ist alles wunderbar und dementsprechend war es das jetzt von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Rüdiger steigt übrigens auch genauso wie Reinholz, unsere beiden Leihspieler. Läuft alles. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann, wunderschönen sonnigen Tag noch. Haut rein und ciao.